gut. Dann gucken wir doch mal, wie wir Tirik verarztet bekommen. Er ist bewusstlos und hat nur 3 Lebenspunkte. Ja. Wir können jetzt natürlich Yalin drauf ansetzen. Aber wenn das schief geht, ist er tot. Na gut. Versuch macht klug. Talent anwenden. Heilkunde Wunden auf Tirik. Noch nicht lange noch her. Na gut. Können wir ihm einen Heiltrank ein? Das ist ein Zaubertrank. Wir hatten irgendwo noch einen Heiltrank. Ich glaube, es war auf ihm selbst sogar. Kannst du den trinken? Nö, kannst du nicht. Na gut, dann sollten wir uns hier nochmal ganz kurz umsehen. Und dann huschen wir nach oben und ruhen uns erstmal aus. Oh, was haben wir denn hier? Wein, Schnaps und Heiltränke. Unsere Rucksäcke sind allesamt voll. Ups. Ja, stimmt. Die Orknase können wir schon mal an Tirik geben. Hat das Limit erreicht. Ja. Dann müssen wir wohl wirklich Sachen wegschmeißen. Sortieren wir einfach mal ein bisschen aus. Also, wir hätten gern den Heiltrank. Dafür würden wir gern Sachen wegschmeißen. Tirik würde gerne wegschmeißen. Er ist ohnmächtig und kann nichts wegschmeißen. Den Rapier will sie nicht wegschmeißen. Die Skraja kann sie wegschmeißen. Ja, wer will was wegschmeißen? Talana will den Streitkolben wegschmeißen. Jupp. So, jetzt können wir allgemein nochmal aussortieren. Was haben wir hier? Ein Säbel. Können wir dich so wegschmeißen? Hey, stopp, bleib stehen. Jetzt ist der Wasserschlauch. Gegenstand wegwerfen. Wirklich wegwerfen? Ja, gut. Also sieht jetzt ein bisschen Platz. Ein Kriegsbeil, das kann auch weg. Gegenstand wegwerfen? Ja, wirklich. So, also hier waren jetzt nur noch Alkoholsachen drin, die brauchen wir nicht direkt. Und das war auch die einzige Truhe hier. Also jetzt noch... Oh, noch ein Geheimgang. Na gut. Aber wir sollten eigentlich nicht tiefer reingehen. Was haben wir hier? Goldschmuck, Messingspiegel, eine Robe. Dafür müssten wir doch auf jeden Fall Platz haben, oder? Das wiegt ja nichts. Talana will wegwerfen, ein Säbel. Und Myrun will wegschmeißen, noch eine Skraja. Und Yalin will wegschmeißen, eine leere Glasflasche. Das hat wohl nicht gereicht. Ja, die wiegen auch nicht besonders viel. Na gut, dann halt ein Rapier weg. Ah, außerdem findet ihr einen Plan dieser Höhlenetage. Und 103 Dukaten. Sehr schön. Also, bei den beiden Kisten waren wir schon. Die Kiste haben wir eben gerade gefunden. Da scheint ein Weg runter zu sein. Und hier irgendwelche Lager oder Aufenthaltsräume. Wir sind aber ganz schön angeschlagen. Wir sollten uns jetzt nicht in noch einen Kampf verwickeln. Also gehen wir jetzt raus und erstatten Bericht. Ist nur die Frage, ob das reicht. Gucken wir mal ganz kurz zu dem Weg runter. Dieses Gangstück wird wohl seit langer Zeit nicht mehr benutzt. Die Tür vor euch ist mit einem schweren Balken verrammelt. Außerdem sind seltsame Schutzruhen in den Boden und den Wänden eingekratzt. Auch die Dämonenfratzen in den Nischen scheinen der Abwehr größeren Übels zu dienen. Ihr habt die Räuberhöhle ausgeräuchert und damit euren Auftrag erfüllt. Dramosch will zufrieden mit euch sein. Gut. Das ist denn also wohl nicht für uns jetzt gedacht. Und wir sind eh ganz schön angeschlagen. Also ziehen wir uns jetzt zurück, erstatten Meister Dramosch Bericht und kümmern uns dann um unsere eigentliche Aufgabe. Wenn wir später irgendwann wieder Zeit haben und die Ressourcen, also Heil- und Zaubertränke, dann können wir ja wieder hier vorbeischauen. So, hoch. Jetzt würden wir gerne dahin. Konnten wir da durch? Nee.
Hier dreht sich immer noch der Hase an der Wand, aber hier können wir durch. Auch keine Zufallsereignisse mehr. Sehr schön. Darum und raus hier. So, jetzt sagen wir erstmal zu Meister Dramosch, hallo. Ich wusste doch, dass man sich auf euch verlassen kann. Hier sind die versprochenen 50 Dukaten. Und jetzt erzählt mal, was ihr da unten alles erlebt habt. Dramosch bittet euch in die große Halle und lässt mehrere Fässer Bier und ein ordentliches Essen auffahren. So vergeht der Abend und am Morgen seid ihr sowohl ziemlich betrunken, als auch sicher einen neuen Freund gefunden zu haben. So viel also zum Ausruhen, die ganze Nacht durchgezecht. Aber gut, sei es drum, wir haben jetzt sehr viele Dukaten. Das heißt, wir gehen jetzt zuallererst mal zu unserem neuen Lieblingswaffenhändler. Der war hier? Also hier war eine Krämerin, da war der teure Waffenhändler. Und da müsste dann der angenehmere gewesen sein. Also, ups. Hier? Ja, Grollo, Sohn des Gumblatt und seine Frau am Tresen. Irgendwo. Sagen wir erstmal Hallo. Mögen die Götter euch dafür belohnen? So, genug geschmeichelt, jetzt wollen wir verkaufen. Wer hat denn was zum Verkaufen? Ein Rapier hat sie selbst, einen hat sie als Ersatz. Die Orknase bekommt Tirik. Die Skraja kann weg. Obwohl, nee, die Skraja sollte er als Ersatzwaffe behalten. Das Kriegsbeil kann weg. Die Skraja kann weg und das Entermesser. Da feilsch doch mal. Das war die Frau von dem Grollo am Tresen, ne? Also feilsch Tirik. Und wir fangen an mit 30%. Warum kannst du nicht selber feilschen? Ach, du bist immer noch ohnmächtig. Na gut, dann halt Gwendolyn. Fex sei mir gnädig. Ich lasse mich doch nicht von euch ausplündern. Verlangt etwas weniger. Die ist wohl stutenbissig. Na gut, dann halt 20. Aber gut, hier habt ihr das Geld. Ja, Frauen untereinander verstehen sich hier wohl nicht so gut. Sei es drum. Wir würden gerne das Schwert verkaufen. Das bleibt als Reserve, falls das da bricht. Dolch kann weg und sonst hat er nichts. Fangen wir gleich mit 20 an. Gwendolyn, jupp. Goldschmuck will sie gar nicht. Na gut, was ist mit ihr? Der Speer kann wieder weg. Das war eine Fehlinvestition. Säbel kann sie erstmal behalten. Obwohl, nee, der Säbel kann weg. Sie hat ja eigentlich den langen Bogen als ihre Hauptwaffe. Den Rapier, falls jemand zu nah rankommt. Und falls der Rapier dann noch bricht, hat sie immer noch ihre Astralenergie. Das passt schon. So, nochmal 20. Nochmal Gwendolyn. 15. Gwendolyn. 10. Gwendolyn. Und wir wurden rausgeschmissen. Ja, man muss wirklich darauf achten, welches Geschlecht die Händler haben. Müssen wir uns jetzt wohl einen neuen Lieblingswaffenschmied suchen. Aber so oder so sollten wir eigentlich erstmal in ein Gasthaus gehen und ein, zwei Tage schlafen. Das ist eine Taverne, kein Gasthaus. Hier oben war, glaube ich, einer, wo man auch schlafen konnte. Wir würden gerne ein Zimmer mieten. Und zwar eine Suite. Also 10 Heller sind ein Silberling. Das heißt, wir haben 10 Silberlinge, eine Dukate pro Person. Das ist ganz schön viel. Das wären also 6 Dukaten für unsere Gruppe und 12 Dukaten für 2 Tage. Aber dafür regeneriert man mehr. Und wir sollten unser Geld auch dafür ausgeben, möglichst viel zu regenerieren, denn die Zeit ist ja begrenzt, bis die Orks kommen. Aber wir brauchen auch bessere Ausrüstung. Nehmen wir erstmal ein Einzelzimmer für 2 Nächte. Und schlafen sofort. Ja, keine weitere Option. Ja, das sieht doch gut aus. So. Also, Krämer, Waffenhändler, der uns nicht mehr mag, Waffenhändler, der viel zu teuer ist. Gehen wir erstmal kurz zur Krämerin, verkaufen da unseren Goldschmuck und das andere Zeug, was wir nicht brauchen.
Und danach gucken wir uns im Torwall ein wenig weiter um. Zum Beispiel hier oben. Da ist noch ein Händler. Oh, eine Kräuterhändlerin. Aber nee, Kräuter sammeln wir lieber selber später. Also, Krämerin, Sachen verkaufen und danach den nächstbesten Waffenhändler suchen. Gwendolyn, du hast Silberschmuck. Der ist 3 Silber wert, da falsch bin ich. So. Oh, ich habe vergessen, Hallo zu sagen. Es tritt eine Frau auf. Gut, das heißt Tirik darf ran. So. Wer möchte das verkaufen? Tirik. Lauter Kram, also nein. Oh, er hat immer noch die Säbel. Ja, die müssen auch noch weg. Aber eigentlich wollte ich genau das hier verkaufen. 15 Dukaten, sehr schön. Den Schlüssel behalten wir lieber erstmal. So, wir hätten gerne 30%. Komm schon, Tirik. Augenzwinkern und so. Aber gut, hier habt ihr das Geld. Ja, niemand kann Tiriks Charme widerstehen. Oder so ähnlich. Wir müssten noch viel mehr Schmuck haben. Sie hat nix, sie hat die Robe. Ein Messingspiegel, den behalten wir aber auch erstmal. Da ist noch einmal Goldschmuck und Silberschmuck. So, so. Noch mehr, noch mehr, noch mehr. Muahaha. Wir haben jetzt schon fast 300 Dukaten. Und gleich kommen nochmal 50 drauf. Oder je nachdem, wie gut Tirik schmeicheln kann. Sind wir mal gierig. Und die meisten unserer Charaktere sind ja goldgierig. Also nehmen wir 40. Komm schon, Tirik. Komm schon. Okay, dann nicht. 30. Ja, 30 hat geklappt. Ja, bei der nächsten Stufenaufstieg sollte er noch ein paar Punkte da reinsetzen. So, was sagt unser Inventar? Die Orknase soll erstmal zu Tirik. Der Heiltrank kann bei ihm bleiben. Die Schwerter müssen noch weg. Der Säbel kann auch noch weg. Den Bogen sollte sie in die Hand nehmen. So, der Speer sollte auch noch weg. Der Rapier auch. Bogen in die Hand. Die Skraja auch. Der Heiltrank. Ne, der Zaubertrank haben wir hier schon mal in die andere Hand. Das hätten wir vor dem letzten Kampf auch noch machen können. Und sonst war's das. Na gut. Raus hier. Und jetzt mussten wir... Also... Kräuterhändlerin, Krämerin, Waffenhändler, der uns nicht mag, Waffenhändler, der uns mag, aber der viel zu teuer ist. Also darum und in den östlichen Teil der Stadt. Da hat doch wahrhaftig jemand Gerugon den Geldbeutel entwendet. Nein, unsere ganzen Dukaten. Und hätte euch nicht die fremdliche Dame am Straßenrand darauf aufmerksam gemacht, hättet ihr den Dieb nie zu Gesicht bekommen. Der just in diesem Moment um eine Straßenecke biegt. Ah, bleib stehen, du Mistkerl. Keine Chance. Ah, so. Aber wir scheinen immer noch genug Dukaten zu haben. Trotzdem ärgerlich. Dieses Pack in den Großstädten immer. So, wir sind auf dem Marktplatz. Das heißt, hier könnten wir auch Sachen verkaufen. Aber meistens sind die Preise nicht so gut. Und wir wollten ja eh die Stadt kennenlernen und nicht den Marktplatz. Hier war noch ein Händler und da auch noch. Gucken wir mal, was für Händler das sind. Eine Krämerin. Und noch eine Krämerin. Na gut, merken wir uns also, hier unten sind nur Krämer. Hier ist nix. Nein, wir wollen nicht die Stadt verlassen. Und schon gar nicht in südlicher Richtung. Da oben können wir es noch probieren. Und wenn da dann kein Waffenhändler ist, dann gehen wir doch auf den Marktplatz. Nö, Krämerin. Schade. Also Marktplatz, der hoffentlich noch da ist. Jo. Wir würden gern zum Waffenstand. Und dort sagen wir erstmal Hallo.
schmeicheln ihm schön. So, und dann verkaufen wir. Gwendolyn hat... hat sie die jetzt in der Hand gehabt? Oder werden die in der Hand nicht angezeigt? Doch, die müsste sie in der Hand haben. Der ist Ersatz. Das ist die Orknase. Die Säbel konnten alle weg. Sie hat auch noch den Säbel und den Speer, der weg kann. Und ein Rapier, der weg kann. Skraja. Und das war's jetzt aber. Okay, 16 Karten. Und ich habe nicht drauf geachtet, wer oder was jetzt am Tresen steht. Also machen wir mal 20 und lassen Gwendolyn. Gwendolyn hat es irgendwie nicht so mit dem Handeln, obwohl sie den höchsten Wert hat. Und wurden rausgeschmissen. Das kann doch nicht sein. Na gut, dann werden wir die Sachen wohl mitnehmen müssen und in der nächsten Stadt verkaufen. Hier will ja anscheinend keiner mehr mit uns Handel treiben. Aber sei es drum, speichern wir erstmal ab. Und in der nächsten Folge machen wir dann uns auf Richtung Norden. LP 09. Und bis gleich.